Hallo meine Lieben, ich habe leider jetzt nur ein kurzes Video, aber wieder ein unheimlicher Ort für euch. Wir sind schon wieder in Berlin. Und zwar sind wir jetzt im Spreepark, im ehemaligen Spreepark Berlin. Nun, der Spreepark war einmal der einzige große Vergnügungspark in der Deutschen Demokratischen Republik. 2002 ging der Betreiber pleite und der Park musste schließen. Seitdem zieht er aber als Lost Place viele Touristen an. Das bekannteste Merkmal ist das bunte Riesenrad. Im Jahr 1969 unter dem Namen Kulturpark Plenterwald wurde er eröffnet. Er war der einzige Freizeitpark der DDR, in dem Kinder und Familien tobten und gemeinsam Stunden erlebten. Nach der Wende und der Wiedervereinigung fanden Umbaumaßnahmen statt. Der Freizeitpark öffnete unter dem Namen Spreepark 1991 erneut seine Tore für die Familien. Nachdem die Besucherzahl des Parkes aber immer weiter zurückging, schloss er rund 10 Jahre später seine Pforten für immer. Seitdem verwahrlost und verwächst das gesamte Gelände mehr und mehr. Heute ist der Spreepark ein beliebter Ort für Familienaufnahmen und Musikvideos der besonderen Art. Eine der Führungen durch den mysteriösen Park, die unregelmäßig stattfinden, sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Betreten zwar verboten. Tausende Horror- und Gruselfans, die den Nervenkitzel suchen, mogeln sich aber am Sicherheitspersonal vorbei. Besonders nachts, wenn der Wind das alte Metall des Riesenrads zum Quietschen bringt und der Mond schaurige Schatten wirft, ist Gänsehaut garantiert, denn das Knarren der alten Träger im Riesenrad erinnern an die Kinderschreie. Um ehrlich zu sein, finde ich die ganze Sache eher traurig, weil dieser wunderschöne Park nur noch verrottet, vermodert und einfach alles kaputt geht, was da so vielen Menschen Freude gebracht hat. Alleine die Bilder zeigen, dass da alles kaputt geht. Ja, aber wie so oft, in den meisten Fällen ist Geld hier auch eine richtige Frage, weil wer würde das sich leisten können? Okay, bevor ich jetzt hier weiter melodramatisch werde, könnt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Spreepark aus Berlin kennt. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!